Okay, ich glaube, wir haben's. Es sind zumindest Daten von heute und Daten von Dingens. Okay, danke, Futures. Jetzt muss ich aufpassen. Die ersten Daten muss ich löschen. Die ersten Daten. Am besten bis dahin. Alles vom 17. löschen. Wie gesagt, bei Good Old Games war es ganz easy, den Ordner zu finden. Bei Steam bist du erst mal 30 Jahre dabei, die Dateien zu finden. Wir machen es noch bis hierhin. Dann ist alles von 1 Uhr weg. Bist du noch nicht. Nee, ich lösche nicht das, was von heute ist. Es steht ja Gott sei Dank das Datum dran und die Uhrzeit von den Dateien. Alles, was ich eben gespeichert habe, ist noch da. Von 1734, da ist es manuell safe. Das ist das Allerneueste. So. Also, ich werde jetzt immer mal wieder raustappen müssen und die Speicherstände löschen. Weil das ist nämlich ein Problem. Ich kann das automatische Speichern nicht rausnehmen. Das Spiel speichert alles. Wirklich jeden einzelnen Zentimeter in diesem Spiel. Ach so, ich bin immer noch überlastet. Warte mal, ich habe ja hier immer noch ein Problem mit der Überlastung. Da war ja was. Das hat einfach mal nichts gebracht. Bomben behalte ich. Rüstungen. Oh. Das kann weg. Grabesrüstung ist am besten gerade. Episch, das kann weg. Ich weiß, das können die eigentlich alles verkaufen, aber das ist jetzt nun mal so. Leichte Lederjacke kann ebenfalls weg. Abgenutzte Schuhe. Die sind besser. Das kann weg. Und dann habe ich hier noch Ketten, die weg können. So, und dann habe ich genug Platz. Verteufelt kalt. Los, Hexer. Bringen. Gibt es Nachrichten von deinem mysteriösen Informanten? Der Hafen ist blockiert. Die Kaufleute sitzen hier zum Teil schon seit Wochen fest. Im Wald muss es doch Pfade geben. Im Wald herrscht Was gibt's Neues? Okay, jetzt ist das Glitzern weg. Warte mal, wir haben auch noch Talente. Ein Talent haben wir noch. Schema gesperrt, Schema gesperrt. Okay. Dann haben wir erstmal nur hier die Hexerausbildung. Das ist schon 2 von 2. Wege aus allen Richtungen zu blocken. Energieregeneration im Kampf. Werde Messerwerfe frei. Zeit des Kampfes. So. Mutieren. Kleines Mutagen. Vitalität. Ja. Ah, und jetzt habe ich da Tapferkeit plus Vitalität plus 2. Okay. Ich verstehe. Ich hatte das Spiel schon gespielt und ich weiß es trotzdem nicht Weißt du, mehr, wie wo wir das sind? funktioniert. Im Wald? Wie witzig. Weißt du, wem dieser Wald gehört? Jorvet?
Ich weiß mehr über das Pontatal, als du meinst. Auch dass Foltes dieses Land vor ein paar Jahren dem Event abgeknöpft hat. Du warst wohl dabei? Hört ihr das? Stinkt nach Elfen. Immer schön fleißig Kräuter sammeln. Da ist ein Elf. Das... Vernon Roche. Seit 4 Jahren Anführer der Temerischen Sondereinheit. Diener des Temerischen Königs. Verantwortlich für die Befriedung des Mahakam-Vorlands. Elfenjäger. Mörder von Frauen und Kindern. Zweifach ausgezeichnet für Mut auf dem Schlachtfeld. Jovet, gewöhnlicher Hurensohn. Ich habe so lange auf diese Begegnung gewartet. Pläne geschmiedet, Fallen gestellt. Und da tauchst du mir nichts, dir nichts in meinem Wald auf. Du hast dem Mörder meines Königs geholfen. König oder Bettler, wo ist der Unterschied? Nur ein Däune weniger. Gedungener Mörder, ja, so kann man ihn wohl nennen. Aber ganz gewiss nicht Däune. Hier geht es doch nicht um Rassenzugehörigkeit. Und ob das der Zankapfel ist? Wir haben spitze Ohren, ihr runde. Und? Wir sind langlebig, aber nur wenige. Ihr dagegen vermehrt euch massenhaft. Doch glücklicherweise krepiert ihr schnell. Jeder will beweisen, dass gerade seine Ohren die richtige Form haben. Darum dieser Rassenkrieg. Deswegen bekriegen sich Menschen und Elfen seit über 4 Jahrhunderten. Wegen der Form ihrer Ohrmuscheln. So geht er mal ins Mittelalter. Macht das frisch was. Viel Spaß. Unter euch ist ein Königsmörder. Wir kommen seinetwegen. Dann haben wir einen Interessenkonflikt. Der Königsmörder steht unter meinem Schutz. Ich gebe ihn nicht heraus. Du bist einer dieser Greise in Jünglingsgestalt, die hinter gewählten Worten die Wahrheit zu verbergen versuchen. Die Wahrheit? Es geht nicht um Rassen oder Freiheit, nicht einmal um Rache. Ihr seid hier, weil es euch irgendein Einflussreicher befohlen hat, von dem ihr einfach benutzt werdet. Vielleicht trägt er eine Krone oder einen Zauberstab. Vielleicht herrscht er über eine Gilde. Sicher ist, dass ihn eure Freiheit und eure Angelegenheiten ebenso wenig scheren wie eure Ohren. So war es mit Nilfgaard und so ist es auch jetzt. Irre ich mich? Du irrst dich. Die Zeiten sind vorbei. Niemand benutzt mehr die Skoriatel. Wem willst du das verkaufen? Mir? Dir? Oder deinen Schützen im Gebüsch? Hör auf zu schwafeln! Stopp! Ja, dann nehmen wir es auch vorbei. Adam Fensbars Bedlong Wacht! Das sollte sie aufhalten. Triss, bist du in Ordnung? Wie schön. Du hättest die Bogenschützen verzaubern sollen. Geralt, der Zauber wirkt doch. Geh nicht weg. Was ist los? Keiner mehr da, der noch Schmetterlinge herzaubern kann. Hauen wir ab! Zum Boot? Nein, auf der anderen Seite sind noch mehr. Wir müssen uns nach Flotsam durchschlagen. Bist du das, Roche? Ja, du wohl die Pfoten von meinem Hintern. Was dachtest du denn, wer es ist? Ich bin kein Sack Kartoffeln und kein verirrter Elite-Soldat. Ich bin eine Frau. Hab ich bemerkt. Ich kotz gleich. Ich kotz gleich. Immerhin sterbe ich mit der Hand auf einem heizenden Hintern. Nicht auf meinem. Ich halte den Zauber. Weiter, los! Nicht so schnell, ich muss mich konzentrieren. Alter, der Sprung ist gar nicht. Bist du noch ganz? Ja, alles in Ordnung. Drück mal einfach. Diese Hurensöhne. Nein. Ich sehe nur deine Stiefel. Wo ist diese beschissene Anlegestelle? Da hinten. Allmählich glaube ich, dass wir hier doch heil rauskommen.
Triss, die Barriere wird schwächer. Triss? Schneller! Noch ein bisschen, Marie. Nur noch ein kleines bisschen. Geralt! Ja! Jaha! Ich bin doch dabei! Alter Mann, das ist kein D-Zug. Geralt ist auch nicht mehr der Jüngste. Eichhörnchen, sie greifen an! Alarm! Eichhörnchen! Sie haben Magier dabei! Macht euch bereit! Hi. Halt die Klappe! So. Was geht noch weiter? Ich brauch diese Kugel hier drumherum nicht. Mir geht's auch so gut. Ihr kennt euch? Oh ja, aber davon weiß er nichts mehr. Darum konnte ich den Hexer auch überraschen, als ich Foltest tötete. Keine Sorge, Elf. Ich kenne Geralt. Besonders seine Schwäche. Ist dem so, ja? Zu viel Zauberei auf einmal kann einen kalt machen. Hast du das gesehen? Ja, der Königsmörder bei Jorvet. Seid ihr lebendig? Wer seid ihr? Ich bin ein Hexer. Ich bin Gewürzhändler. M hier fahr M Reis. Ein Händler? Gewürzhändler. Aha. Und die? Guter Mann, wir sind gerade wundersam dem Tode entronnen. Sei so gut und sag uns, wo wir ausruhen können. Später erklären wir alles, was nötig ist. Also schön. Geht zum Marktplatz. Vielleicht kommt ihr gerade noch recht zur Exekution. Unruhestifter will man hängen. Zwerge und einen Barden. Oh. Schenke und Bordell gibt's auch. Da könnt ihr euch erholen. Das dürfen wir nicht versäumen. Gerade das Bordell nicht. Leb wohl. Chris? Hast du irgendwas vor, von dem ich nicht weiß, was du vorhast? Das kommt. Und speichern. Habt ihr das gesehen? Huch. Ich habe ja hier noch nicht alles durchgeguckt, ne? So habe ich das nicht dran. Hier beim Langschwert kann ich nichts auswählen. Den Stunts-Waffen könnte ich auswählen hier. Gewöhnlich. Ich bräuchte auf jeden Fall einen. Mit dem ich mal. Ach, das ist alles zum Aufwerten. Mit dem ich mal was verkaufen kann. Ah ja. Tränke, Schwalbe. Kann ich das da oben jetzt hinzufügen? Okay, nö, kann ich nicht. Schade. Werkschema. Das habe ich beide schon gelesen. Ah, und schon wieder. Ich hasse es. Also, damit werden wir jetzt übrigens... Alter, der speichert... Ohne Witz, der speichert... alle 2 Minuten. Gewürzhändler. Okay, kann mich jemand alle halbe bis eine Stunde daran erinnern, dass ich die Dateien lösche? Ich brauche irgendjemanden, der mich daran erinnert, dass ich die Dateien lösche. Oh, ich hasse es echt. Witcher 2, das verbuggteste Spiel, was ich kenne. Das starte mich eigentlich alle an. Wie geht's jetzt? So, wo euer Tag verbessert wie meine Nacht. Also ja, jetzt brauche ich sicher, Hybrid. Jetzt habe ich gerade gelöscht. Tag war soweit in Ordnung. Sehr entspannt.
So. Habt ihr das gesehen? Nein. Die Eichhörnchen waren an der Mauer. Mit dem Anführer Jorvet. Ich hab's genau gesehen. Ich bräuchte erstmal einen Händler. Sie haben die hier verfolgt. Wie auf dem Pferdemarkt. Den Regen gerufen. Ein Dach wäre nicht schlecht. Guten Tag. Wenigstens sauber. Na toll. Was soll das? Oh nein. Ärger. Hi Mike. Ein Dach wäre nicht schlecht. Na toll. Sehen wir uns bei der Hinrichtung, mein Bester? Tolle Hinrichtung. Anderlinge und ein Spion. Der Spion soll ja nicht gerade ein Held sein. Du als Mann. Erstmal in fremde Häuser rein. Ich hab die Hoffnung, dass ich jetzt irgendwo hier einen Händler finde. Handwerkerviertel. Der ist einfach verschwunden. Woran erkenne ich hier, wo Händler sind? Ich bin nur kurz mit Handy ankommen. Meine Oma schaut mich schon wieder böse an. Zu Recht! Zu Recht! wenn du unterwegs bist, dann hast du ja auch nicht am Handy zu sein. Vor allem nicht, wenn du bei der Oma bist. Soltan. Rittersporn. Mein Informant. Na, prächtig. Und der Plan? Ist gleich Harold. Improvisieren. Keine Toten. Wir machen das schon. Geralt? Geralt! Hierher! Hilfe! Rittersporn. Oh, das hat letztes Mal auch halt. Ja, am Rittersporn, ey. Lump, du. Du, hey. Weißhaupt, zurück da! Weswegen hängt ihr sie denn? Sehen doch harmlos aus. Paktieren mit den Eichhörnchen. Rittersporn? Ein Elfenspion? Nein, den hat sein kleiner Sporn an den Strick gebracht. Wie bitte? Er stand dem Lüstling zu oft. Nun soll er baumeln, so will es das Urteil. Das Urteil ist eben härter als der Spornhexer. Was? Leute, seit wann wird man denn im freien Königreich Temerien wegen seiner Lust aufgeknüpft? Wir sind doch nicht in Nilfgaard. Zieh Leine, du Wunderblume, oder ich garantiere für nichts, anständigen Leuten hier den Spaß zu verderben. Wunderblume oder nicht, was er sagt, haut schon hin. Wächter, ich pimpe auch ganz gerne und will nicht gleich dafür baumeln. Ja, der Wächter hat uns auch schon ein paar Mal besucht, sich aber nicht besonders amüsiert. Eigentlich gar nicht. Gavena, verschwinde, das ist nicht dein Puff hier. Ich kann gerne gehen, aber das sag ich euch, an der bösen Lust hat's ihm nicht gemangelt. Dein Kleiner konnte nur das Köpfchen nicht heben. Unterbrecht die Exekution. Schnauze! Der Sänger baumelt und fertig. Dies ist eine ordentliche Stadt. Huren und Hexer haben hier nichts zu melden. Weg die Worte, Wächter. Mit Hexern kenne ich mich nicht aus, aber Gavina ist eine anständige Frau. Mäuler halten, allesamt, sonst stopf ich sie euch. Womit, möchte man fragen, womit? Dein Pinsel füllt mir doch kaum den hohlen Zahn. Gavina, ich warne dich zum letzten Mal. Und jetzt willst du eine Frau schlagen? Wenn das eine Frau ist. Gib's nur Redos Knechten, erhebt die Hand wieder die Staatsgewalt. Oh Gott. Die baumeln, so oder so. Und du, Wechselbein. Ich hasse Quicktime-Events, ey. Vor allem mit der Tastatur. Erhebt die Hand wieder die Staatsgewalt. Oh.
Und sie hängt. Dood. Oh, weiter geht's. Was zum Kuckuck geht hier vor? Ich frage, was zum Teufel hier los ist? Ich melde gehorsamst. Geh mir aus den Augen! Ihr könnt nicht mal ein paar lausige Banditen aufhängen. Nö. Und du, halt still! Hände weg von der Waffe! Auf diesem Schafott wird entweder geredet oder gerichtet. Was ziehst du vor? Deine Leute haben angefangen. Einige haben blanke Nerven. Was geht's mich an? Sie haben angefangen und du hast es beendet. Um meine Freunde zu schützen. Lässt du sie frei? Schlechte Gesellschaft hast du da, Hexer. Er ließ sich einen Dieb frei. Ganz ruhig. Nur ein Scherz. Ich hasse Diebe. Es kann noch ein Spektakel geben. Blutig und gar nicht lustig, weißt du? Oder? Wir können uns irgendwie einigen. Das heißt? Gib mir einen Moment, Hexer. Hört her! Viele haben sicher schon von den Gerüchten gehört, die bei der Belagerung der Burg der Lavalettes durchgesickert sind. Leider sind sie wahr. König Voltest ist tot. Offenbar waren die Scoia'tael an diesem scheußlichen Mord beteiligt. Wie man sieht, darf sich niemand mehr sicher wähnen. Darum werden jetzt Wagen mit starker Bewaffnung in Flotsams Straßen auffahren. Ich verhänge hiermit den Ausnahmezustand. Wartet auf Befehle. Haltet euch bereit. Haltet euch bereit, euren gefallenen König zu rächen. Und jetzt geht. Geht alle nach Hause. Was wird aus ihm? Es gibt keine Exekution. Vorläufig nicht. Sagen wir, ich untersuche die Angelegenheit noch einmal. Der Galgen ist kein Ort für Gespräche. Reden wir bei mir weiter. Deine Freunde lasse ich inzwischen laufen. Aber sie müssen in der Stadt bleiben. Ich erwarte dich am Abend. Komm nicht vor der Dämmerstunde. Ich habe zu tun. Und noch eins. Willkommen in Flotsam, Hexer. Ja, nette Begrüßung hier, ne? Die wollten uns wirklich aufknüpfen, umbringen. Ich weiß nicht. Ich wollte den Turm gar nicht anzünden. Schon in Ordnung, Rittersporn. Verschwinden wir hier. Wir stehen in deiner Schuld, Hexer. Meinen Dank. Jetzt aber ab in die Schenke. Rittersporn, kipp eins, dann geht's wieder. Und du, Geralt, erhältst bei der Gelegenheit erbauliche Kunde von der hiesigen Heuchelei, wie man Wollust mit falschem Anstand tarnt. Ah ja. Na denn. Dieses Pack von Huren und Politikern wird noch zu uns aufschauen und um Hilfe finden. Aushänge könnten interessant sein. Nachrichtenbeutel sind geeignete Orte, sich zusätzliche Einkommensquellen zu verschaffen. Brandumdrücke nachzusehen, okay. Ja, was haben wir denn da? Auftrag zum zur Tötung von Indriagen. Angesichts der Bestialität und der Unverfrorenheit jener Geschöpfe, die Indriagen genannt werden, hat sich Kommandant Bernard Loredo entschlossen, einen Preis für die Ausmerzung jener Geschöpfe auszusetzen. Jener Mutige, der diese Plage ein für allemal beseitigt, empfängt aus der Hand von Ludwig Mers ein Preisgeld und wird in die Stadtchronik als verdient für Flotsam eingetragen. Ludwig Merz, königlicher Stadtpfleger. Nehmen wir natürlich. Auftrag zur Tötung der Neckar. Allen Kund und zu wissen, dass Kommandant Bernard Loredo ein wohl,
bemessenen Preis für die Auslöschung der Neckar in der Umgebung der Garnison ausgelobt hat. Die Ungeheuer sollen ein für alle Mal ausgelöscht werden. Der Mutige, der sich dieser Aufgabe annimmt und sie erfolgreich ausführt, wird belohnt. Bezahlt wird auch der Kaplan, der 28 Tage lang Gebete für den Helden sprechen wird. Ludwig Merz, königlicher Stadtpfleger. Bekanntmachung über Dimitris Begnadigung. Allen sei bekannt, um zu wissen, der Bandit Dimitri hat Treue gezeigt und um Vergebung seiner schrecklichen Taten gefleht. Kommandant Loredo, bekannt für seine Milde, hat ihm seine Schuld erlassen und Dimitri wird in den Schoß der Gesellschaft aufgenommen. Hiermit sind alle Steckbriefe und Belohnungen auf Dimitris Kopf aufgehoben. Auftrag zur Tötung des Trolls. Gesucht wird ein Mutiger, der den degenerierten Troll tötet, der sich bei der zerstörten Brücke an der Grenze zu Edirne herumtreibt. Die Bestie kann auf jede erdenkliche Weise unschädlich gemacht werden. Hauptsache wirksam. Auf den Bezwinger des Trolls wartet eine Belohnung. Steuer bereits abgezogen. Die Dankbarkeit der terrorisierten Einwohner von Flotsam. Hast du Unterholz im Haar? Pontaschlamm am Kindergarten? Geh zum Barbier, da hilft man dir. Allerlei Barbierdienste. Bartscheren, Glattrasur, Aderlass, Runkel, Drainage, Haarschen zu Preisen für jedermann. Zähne reißt der Schmied gegenüber raus. Nett? Wirklich? Nicht das Wort Zahn hat eine ganz andere Bedeutung. Besucht meinen Buchladen und schmökert beim Warten den alten Wälzern. Einer Gausel. Ja, gut. Wenn ihr mal Zahnprobleme habt hier in Flotsam, geht nicht zum Schmied.